Ja, hallo liebe Inboxing-Freunde, hier ist wieder eure Frau Zimmi. Ich betreibe heute wieder ein weiteres Inboxing und zwar habe ich hier den Nintendo 3DS XL. Unboxen kann ja schließlich jeder, das sollte man den Meistern überlassen. Darum zeige ich euch heute das Inboxing zum 3DS XL. Ich kann es nicht immer wieder aufs Neue betonen, wie awesome dieses Gerät hier ist. Es geht um dieses Gerät hier, ja. Man sieht es sehr deutlich. Auf der Seite kann man den Ton regulieren und auf der anderen Seite kann ich eingeben, ob ich diese Intensität von dem 3DS erhöhen möchte oder auch gerne den Wireless Adapter anmachen möchte. In der Seite befindet sich ein kleiner 3DS Stift aus recycelten Hartplastik. An der Seite befindet sich ein SD-Kartenschlitz und da das ein Inboxing ist, werde ich das Ganze auch wieder inboxen. Geliefert wurde es mit einer 4 GB Lexa Multi-Use SDHC-Karte. Diese stecken wir auch wieder rein. Man sollte auch die Richtung beachten, sonst habt ihr ein Problem. Das ganze Gerät wollt ihr bestimmt auch sehen, wie es aussieht. So richtig schön für dicke Wurstfinger ist das wunderbar zu bedienen und man sollte beim Öffnen immer darauf aufpassen, dass das Gerät nicht ausleiert. Am besten, wenn ihr spielen wollt, öffnet ihr das Gerät nur so leicht und wenn ihr dann so ein bisschen reinschielt, ja, könnt ihr dann sehen, was sich da verbirgt, was ihr da spielen könnt. Also niemals so aufklappen oder gar so, ja, das leiert das Gerät nur unnötig aus. Dieses schicke Gerät war in diesem tollen Überzug drin. Dort sollte man es auch immer aufbewahren und einschweißen und am besten nie wieder spielen. Das Ganze wurde in dieser wunderschönen Verpackung mitgeliefert. Das hat dann so da drin gesteckt. Ja, ich versuche es nochmal semi-professionell wieder einzupacken, ja. Ich möchte mich auch gar nicht lange damit aufhalten, ja. Und was dort noch drauf war, dazu muss ich ganz unprofessionell die Seite wechseln. Aber ihr hört das ja wahrscheinlich wieder an euren Lautsprecherboxen. Es hat sich noch Bedienungsanleitung auf Suaheli rückwärts, Chinesisch, Deutsch und Türkisch natürlich befunden und in anderen 53 Sprachen. Falls ihr zu blöd seid, das Gerät zu starten, habt ihr hier nochmal einen Quick Start Guide dabei. Das Ganze war dann so wunderbar aufeinander gelegt. Obendrauf gab es dann gratis für uns ein Club Nintendo Pin. Ich zeige ihn auch nochmal extra in die Kamera, ja, damit ihr ihn auch einlösen könnt. Aufmerksame Zuschauer sollten jetzt die Stopptaste drücken. Habt ihr alles notiert? Das hier könnte auch zu leichter Verwirrung sorgen. Ist das ein O? Ist das eine 0? Wir wissen es nicht. Was ihr kriegen könnt dafür, sind natürlich bescheuerte Nintendo-Punkte, damit ihr dann zum Beispiel eine Hartplastikstatue einlösen könnt und die in eure beschissene Gamer-Vitrine stellen könnt, die ihr von Ikea gekauft habt. Ich weiß, jeder besitzt sie, ihr werdet sie auch haben. Hier sind nochmal ein paar Beispiele abgedruckt, was ihr alles im Club Nintendo Magazin für awesome Sachen einlösen könnt, ja. Hier ein goldenes Wii-Lenkrad, wer wollte dies noch nicht haben? Oder wer will schon immer mal mit einer Mario- oder Luigi-Kappe sich in der Schule auf dem Schulhof zum Affen machen? Das Ganze lag natürlich hier akkurat obendrauf. Dazu noch die Augmented Reality-Karten. Die sind hier verschweißt, die möchte ich auch nicht auspacken. Das ist so wunderschön einlaminiert, man sieht das hier, ja. Das ist so schön. Wenn ich das hier rausnehmen würde, könnte das Ganze kontaminieren und das möchte man als Sammler natürlich nicht. Darum packen wir das Ganze ein. Wie das so in der Szene bekannt ist, man kauft sich bekanntermaßen nur die Sachen, um sie aus- oder wieder einzuboxen, weil man sie nicht benutzt, weil man zu noobig dafür ist. So,
Jetzt wechsle ich wieder semi-professionell die Seite und zeige euch, wie der Schüsseldissel zusammenlag. So sah das Ganze aus. Klein, kompakt und es hat Luft. Das Ganze war in dieser wunderschönen Verpackung drin und ich hatte es mit dem Messer an der Seite vorsichtig aufgeschnitten, dass es auch nicht einreißt. Wie man sehen kann, so sieht das Ding von vorne aus, ja. Von der Seite hier sind ganz viele Buchstaben des Alphabets enthalten und natürlich vielleicht auch ein paar Symbole und Zahlen. Wenn ihr lesen und schreiben könnt, ist das natürlich von Vorteil. Zu den technischen Sachen muss ich nicht viel sagen. Das Gerät ist einfach oberawesome. Aber, wenn ihr das Ding einmal leer gespielt habt, könnt ihr es einfach wegwerfen. Jawohl, ihr werft es einfach weg. Da ist nämlich kein Ladegerät drin. Somit können wir den 3DS XL nur einmal benutzen, bis der Akku leer ist. Und dann müsst ihr euch leider Gottes einen neuen kaufen. Wie das Ganze in der Evolution aussah, hier haben wir den normalen 3DS. Nur mal als Größenvergleich, das war der normale 3DS. Auch wunderschön, aber denkt dran, nur so weit aufmachen und dann in einem richtigen Winkel gucken und dann könnt ihr spielen, ohne dass das Gerät ausleiert. Das Ganze gibt es auch mit dem Vorgängermodell, dasselbe Prinzip der Nintendo DS, der vorne noch eine wunderschöne Verpackung hatte oder so auch ein genanntes Plastikschrottteil, wo ihr eure Game Boy Advance Module reinstecken konntet. Oh, hier ist sogar noch ein Spiel drin. Oh, es ist Mega Man Zero, das habe ich schon lange gesucht. Und hier auch hier gilt, nur leicht öffnen, dann spielen. Ich überspringe natürlich den normalen DS, bevor es zu langweilig wird. Ich habe hier noch zwei wunderhübsche Geräte. Das ist der Nintendo Advance SP. Auch wunderschöne Handhelds, ja. Das ist die NES-Edition, aber wir wollen ihn mal schlafen lassen, den guten. Und das ist die Mario-Edition von dem Advance SP. Natürlich gab es dann auch noch hier den Game Boy Micro, den ich auch endlich besitze. Und oh, hier ist auch ein Spiel drin. Es ist Mega Man Zero 3. Dieses Spiel habe ich auch lange gesucht. Ich dachte, ich habe es schon verloren. Da hätte ich mir wieder was zuschicken lassen müssen. Ich bin alles über meinen Spenden-Button, versteht sich. Genauso wie der Game Boy Pocket und der damalige Ziegelstein der Nintendo Game Boy. Und das ist natürlich so awesome, dass ich schon diese Color-Version hatte, ja. Er war schon schön rot. Den kleinen grauen Kasten, der ist irgendwann mal beim Tetris-Spielen wohl gegen die Wand geflogen. Das war's von mir, eurer Frau Zimmi. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Inboxing. Teilt es, liked es, subscribed es, dividiert es, multipliziert es, whatever. In diesem Sinne, keep on zocking, eure Frau Zimmi.